Liebe Zuhörer der BEG-Gottesdienste, an dieser Stelle begrüßen wir Sie jeden Sonntag live, um mit Ihnen gemeinsam das Wort Gottes zu studieren. Nun, wie Sie wissen, hat unsere Gemeinde ein größeres Domizil im Norden von Hannover gefunden, das wir dringend brauchten. In diesen Wochen erfolgt jetzt der Umzug an die neue Wirkungsstätte. Und deshalb können wir in dieser Interimsphase aus technischen und organisatorischen Gründen leider keinen Livestream senden. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass dies bald wieder möglich sein wird. Aber bis dahin wollen wir trotzdem jeden Sonntag gezielt eine frühere Predigt zur Verfügung stellen und das mit einem kurzen Kommentar zum aktuellen Stand der Dinge verbinden. Heute beginnen wir mit einer besonderen Situation, als das Evangelium zum ersten Mal einen Menschen aus der Heidenwelt erreichte. Und das ist ja auch das Ziel unseres Gemeindedienstes, dass viele Menschen aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen mit dem lebendigen Evangelium von Jesus Christus erreicht werden. Diese Predigt wurde erstmalig am Pfingstsonntag 2022 gehalten. Der zugrunde liegende Predigttext ist Apostelgeschichte 8 ab Vers 26. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach: Steh auf und wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt, diese ist einsam. Und er stand auf und machte sich auf den Weg. Und siehe, da war ein Äthiopier, ein Kämmerer und Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, welche über ihren ganzen Schatz gesetzt war. Dieser war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Und nun kehrte er zurück und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Da sprach der Geist zu Philippus: Tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen. Und er sprach: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Schriftstelle aber, die er las, war diese: Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da wandte sich der Kämmerer an Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Liebe Festgemeinde, hier am Pfingsttag in Hannover und alle, die uns zuhören und zuschauen über den Videostream, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Titel unserer Predigt heute Morgen, ja, ist das Gegenstück zu einer Schlagzeile, die gestern am 4. Juni in Welt Online zu lesen war, nämlich über unseren Finanzminister. Die Schlagzeile lautete: Christian Lindner, Minister für Rekordschulden. Und dann der erste Satz: Krieg und Krise zwangen Finanzminister Lindner zu beispielloser Kreditaufnahme. Nun, da scheint den Journalisten der Mut fast schon wieder verlassen zu haben, ne? Denn wenn der Minister von höheren Mächten wie Krieg und Krise gezwungen worden wäre, dann dürfte man ihm ja eigentlich nicht böse sein. Dann wäre das ja gewissermaßen Schicksal mit den Schulden, dann trüge er kaum Verantwortung. Und trotzdem wird ihm dieser Titel nicht gefallen, Minister für Rekordschulden. Wir halten heute Morgen dagegen mit unserer Überschrift. Und unsere Überschrift lautet: Ein Minister wird schuldenfrei. Das ist der Titel unserer Predigt. Ein Minister wird schuldenfrei. Nun, leider handelt es sich dabei nicht um unseren eigenen Finanzminister, sondern den aus einem fernen afrikanischen Land, das hier Äthiopien genannt wird. Aber es könnte trotzdem auch um unsere Schulden gehen, um Ihre und eure und meine, vorausgesetzt, Sie haben welche. Vielleicht haben Sie ja sogar Schulden, von denen Sie noch gar nichts ahnen. Nun, ich will Ihnen keine Angst machen. Das wird sich hoffentlich in den nächsten Minuten aufklären. Zunächst würden wir gern wissen, wie dieser hochrangige Politiker, von dem hier berichtet wird, überhaupt nach Jerusalem kommt und was ihn in die biblische Geschichte hineingebracht hat. Und beschrieben wird das von Lukas, dem Historiker, im 27. Vers hier in der Apostelgeschichte, Kapitel 8. Er beschreibt ihn als einen Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien,
welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, also ihre Finanzen, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Und nochmal, was sucht ein Finanzminister aus Äthiopien im Tempel von Jerusalem? Sie müssen wissen, Äthiopien war damals nicht identisch mit den heutigen Grenzen des Landes, sondern bezeichnete damals das Gebiet südlich von Ägypten. So müssen Sie sich das vorstellen, am oberen Nil, also am Oberlauf des Nils. Das ist das Gebiet des heutigen Sudan mit der Hauptstadt Khartoum. Und diese Äthiopier, die auch Nubier genannt worden, Nubier hatten in der Regel eine dunkle Hautfarbe. Und Luther übersetzt deswegen diese Stelle, er kam aus dem Mohrenland, der berühmte Kämmerer aus dem Mohrenland. Nun, die Regierungsmacht lag häufig in den Händen der Mütter der Könige, also die Mütter hatten eine sehr starke Stellung. Sie trugen dort in der Regel den Titel, den Lukas hier auch verwendet, Kandake. Kandake, das war kein Eigenname, sondern ein Titel wie Pharao oder Cäsar. Und dieser Finanzpolitiker, dieser Minister der Kandake, das sehen wir jetzt gleich, ist hier nicht in diplomatischer Mission unterwegs. Er führt auch keine Wirtschaftsgespräche und bringt eine ganze Delegation mit sich, sondern dieser Mann hat sich offensichtlich Urlaub genommen, um privat nach Israel zu reisen und um dort, wie wir am Ende von Vers 27 lesen, er war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Was heißt das? Er suchte eine Begegnung mit Gott. Ja, man fragt sich, warum kann er das nicht auch zu Hause in Khartoum? Warum kommt er deswegen extra nach Jerusalem? Was erhofft er sich von dieser Reise? Offensichtlich sucht er den Gott der Juden und hofft, hier in Israel etwas zu finden, was ihm die religiösen Angebote seiner Heimat wahrscheinlich nicht geben konnten. Und liebe Leute, das wirft nun ein interessantes Licht auf das Denken dieses Mannes. Der musste ja als Finanzminister ständig mit Zahlen umgehen. Der Mann hatte in seinem Job tagtäglich zu tun mit dem Unterschied zwischen richtig und falsch. Entweder ging die Rechnung auf oder sie ging nicht auf. Die Zahlen stimmten eben nicht. Und dieser Finanzminister, der hätte über unsere postmodernen Phrasen nur müde gelächelt. Ja, so von wegen, jeder hat eben seine eigene Wahrheit, ich habe meine Wahrheit, du hast deine Wahrheit. Wissen Sie, was der darauf geantwortet hätte? Er hätte gesagt, das sagst du nur so lange, wie es nicht um deinen eigenen Kontoauszug geht. Spätestens in dem Moment, wo deine Bank dir einen Kontoauszug vorlegt, in dem 5.000 Euro fehlen nach deiner Berechnung, dann sagst du nicht, oh, die Bank hat eben ihre Wahrheit und ich habe meine Wahrheit, sondern dann glaubst du wieder an die Wahrheit. Und dann glaubst du wieder an den Unterschied zwischen richtig und falsch, zwischen objektiv richtig und objektiv falsch. Und dann kämpfst du auch plötzlich wieder für die Wahrheit. Also lass deine postmoderne Phrase von der Wahrheit, die jeder für sich gepachtet habe oder jeder für sich subjektiv finde, das kannst du weglassen. Wenn es ernst wird, wenn es wirklich um etwas geht, und sei es um die richtige Diagnose unseres Röntgenbildes, dann können wir uns keinen lockeren Relativismus leisten. Der Arzt hat eben seine Wahrheit und ich habe meine. Und das ist die große Stärke. Das ist die große Stärke, die wir hier bei diesem Mann finden. Er will die Details wissen. Und das ist der erste Schritt auf seinem Weg zur Schuldenfreiheit. Dieser Mann ist fragend. Das ist das Erste. Dieser Mann ist fragend. Er nimmt sich Sonderurlaub für diese Studienreise. Nicht um alte Gemäuer zu besichtigen, obwohl man das in Israel auch sehr schön kann, sondern um den ewigen Gott zu finden, um ihn anzubeten. Und Leute, das haben wir versucht im biblischen Unterricht, euch das immer wieder deutlich zu machen. Ihr müsst fragende Leute sein. Das ist so wichtig. Ihr müsst dranbleiben. Ihr müsst genau hinsehen, um den wahren, lebendigen Gott so gut wie möglich kennenzulernen. Darum haben wir diesen biblischen Unterricht für euch gemacht. Damit ihr euch selbst überzeugen könnt, damit ihr selber Entscheidungen treffen könnt und nicht euch einfach mal 2 Jahre lang religiös berieseln lasst. Nun, wie kam der Mann aus dem Sudan ausgerechnet auf den Gott der Bibel? Das ist doch die spannende Frage hier. Nun, man kann das nicht mit letzter Sicherheit rekonstruieren. Möglicherweise war er zu dem Zeitpunkt bereits zum Judentum übergetreten, vielleicht ein Proselyt, also ein Bekehrter zum Judentum. Man weiß, dass es in Alexandria damals eine größere jüdische Kolonie gab, die hat möglicherweise bis in den Sudan hineingewirkt und vielleicht hat er dort einen Anstoß bekommen, nur nochmal den Tempel aufzusuchen.
wäre denkbar, aber noch wahrscheinlicher ist, dass er ein ganz normaler Heide war. Ein ganz normaler Heide, der in seinem Gewissen angerührt ist, der auf der Suche nach der Wahrheit ist. Ja, weil wir ja alle diese Fragen in uns tragen, wenn wir sie noch nicht abgetötet haben. Wo komme ich eigentlich her? Und wo gehe ich hin? Und wozu bin ich da? Und worauf kann ich hoffen? Und kommt da noch irgendwas, wenn mein Leben hier mal zu Ende geht? Das hat ihn genauso umgetrieben wie uns natürlich auch. Und dann war er offensichtlich mit Juden ins Gespräch gekommen. Die hatten vom Tempel in Jerusalem erzählt. Die hatten wahrscheinlich auch von der wundersamen Geschichte ihres Volkes berichtet, wo Gott immer wieder erkennbar eingegriffen hatte, um sie vor der Vernichtung zu bewahren. Und die Berichte dieser Juden waren weitere Nahrung für seine Sehnsucht, für seine Fragen. Karrieretechnisch hatte er fast die Spitze erreicht. Also jetzt war mal die Zeit, über die Sinnfragen zu sprechen, gewissermaßen. Die Spitze erreicht, wenn auch um einen hohen Preis. Und das lesen wir hier auch im Vers 27. Ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, die ihren ganzen Schatz verwaltete. Den Begriff Kämmerer gibt es ja auch bei uns noch in der kommunalen Verwaltung. Ja, der Stadtkämmerer kümmert sich in der Regel um die Finanzen. Wissen Sie, welches griechische Wort da wörtlich steht? Eunuchos. Eunuchos. Und daher kommt unser Wort für Eunuch. Und das ist auch wörtlich so gemeint hier. Also er war ein Mann, der durch Kastration zeugungsunfähig gemacht worden war, möglicherweise schon im jungen Alter. Das hatte teilweise religiöse Gründe, wir wissen es nicht genau, aber es war auf keinen Fall karriereschädigend. Denn häufig wurden Eunuchen in Vertrauensstellungen berufen. Wir wissen von dem jüdischen Geschichtsschreiber Josephus, dass etwa drei Kämmerer des Herodes Eunuchen gewesen sind und auch der Erzieher des Josephus Sohnes ein solcher Eunuch war. Und das ist an dieser Stelle gerade im Jahr 2022 wichtig zu sagen. Das ist nicht vergleichbar mit dem, was man heute Transgender nennt, also Geschlechtsumwandlung. Sie haben das mitbekommen, es gibt zurzeit eine massive Bewegung, verstärkt durch ein Gesetzesvorhaben der Regierung, das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz, wodurch Jugendliche in ihrer Sexualität verunsichert werden, so als sei ihr Geschlecht durch die Geburt nicht eindeutig festgelegt. Und jetzt haben 120 Wissenschaftler und Fachärzte ein Dossier veröffentlicht gegen diesen Trans-Hype, wie sie es nennen, der auch in den öffentlich-rechtlichen Medien ja massiv forciert wird, bis hinein in Kindersendungen, Sendung mit der Maus etwa. Und in diesem Dossier schreiben die Wissenschaftler und Ärzte Folgendes. Wir fordern den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf, biologische Tatsachen und wissenschaftliche Erkenntnisse wahrheitsgemäß darzustellen. Wir fordern eine Abkehr von der ideologischen Betrachtungsweise zum Thema Transsexualität. Und dann sagen sie, dass sie seit langem beobachten, wie sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk die Darstellung der queeren Transgender-Ideologie zu eigen macht und dabei naturwissenschaftliche Tatsachen leugnet. Ausgangspunkt, so die Wissenschaftler, ist stets die Falschbehauptung, es gäbe nicht nur ein männliches und ein weibliches Geschlecht, sondern eine Vielfalt von Geschlechtern bzw. Zwischenstufen zwischen Mann und Frau. Der klar umrissene Begriff des Geschlechts, das die anisogame Fortpflanzung ermöglicht, wird vermengt mit psychologischen und vor allem soziologischen Behauptungen, mit dem Ergebnis, dass Unklarheit entsteht. Und dann sagen sie, das Thema Trans wird durch die Sendung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks an Kinder und Jugendliche herangetragen, mit dem Ergebnis, dass sich die Zahl der wegen Geschlechtsdysphorie behandelten Kinder, also Geschlechtsdysphorie heißt eine Störung, eine Verunsicherung bezüglich der sexuellen Identität, dass sich die Zahl der wegen Geschlechtsdysphorie behandelten Kinder und Jugendlichen in weniger als 10 Jahren ver-25-facht heißt. Ver-25-facht. Wie viel Leid wird dadurch angerichtet? Wie viel Verunsicherung? Und erst jetzt hat der langjährige Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Josef Kraus, noch einmal darauf hingewiesen, wie dringend wir die Kinder vor dieser Ideologie und diesem massiven Druck, der euch durch die Medien entfaltet wird, wie dringend wir sie davor schützen müssen. Auch das ist an einem Tag wie diesem deutlich zu sagen. Die Eunuchen waren nicht Transgender. Die lehnten nicht zwangsläufig ihr Mannsein ab, um es gegen ein anderes Geschlecht einzutauschen, sondern die hatten Motive für diesen Schritt.
Und deshalb ist die Übersetzung mit Kämmerer auch nicht ganz falsch, weil eben Kämmerer oftmals Eunuchen waren. Und dieser Mann, der hat auch offensichtlich kein Problembewusstsein, dass diese Entscheidung möglicherweise vor Gott nicht richtig sein könnte, weil sie eben der Schöpfungsordnung widersprach. Ihm war nicht bewusst, dass er sein Leben einem Schöpfer verdankt, der mit unserer Biologie uns auch eindeutig ein Geschlecht gegeben hat. Das ist eben nicht variabel. Gott schuf sie als Mann und als Frau. Das biblische Menschenbild ist binär. Das war ihm alles nicht bewusst, darin sei er kein Problem. Er ist fragend, er ist unterwegs, er sucht Gott. Und in Jerusalem angekommen, erfahren wir gar nicht mehr viel über seinen dortigen Aufenthalt, sondern wir lesen dann schon sehr schnell wieder von seiner Abreise. Hören Sie mal, da heißt es, er war gekommen, um anzubeten, und im nächsten Vers 28 steht, nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen. Also, und wir fragen, was bitteschön ist zwischen Vers 27 und zwischen Vers 28 eigentlich passiert? Warum erfahren wir nicht, was in Jerusalem los war? Warum lesen wir gleich wieder von der Abreise? Nun, wir können es ahnen. Wahrscheinlich war dieser Tempelbesuch für ihn frustrierend, enttäuschend. Als Heide wurde er nicht in den Tempel reingelassen. Es gab eine Warntafel am Eingang des Tempelbezirks. Heiden ist der Zutritt zum Innenbereich bei Todesstrafe strengstens verboten. Das hatten sie ihm wahrscheinlich nicht gesagt. Aber es gab noch etwas Schlimmeres, eine weitere Mauer, die ihn von der Tempelgemeinde trennte, die es ihm unmöglich machte, ein echter Proselyt, also ein zum Judentum bekehrter und voll anerkannter dort zu werden. Und das war seine Biografie als Eunuch. Im 5. Buch Mose, Kapitel 23, Vers 2, stand der Schlüsselvers, der sein Schicksal besiegelte und auf den man ihn hier wahrscheinlich hingewiesen hatte. Da stand, kein Entmannter oder Verschnittener soll in die Gemeinde des Herrn kommen. Eben weil das ein Angriff auf Gottes Schöpfungsordnung ist. Und jetzt stellen Sie sich die Situation dieses Finanzministers vor, der da aus dem Sudan angereist kommt und der dann dort erfährt, sorry, für dich ist hier kein Platz. Und der wird sich gefragt haben, ja, gibt es denn für mich gar keine Hoffnung? Und dann hat sich offenkundig ein bibelkundiger Gesprächspartner dann doch daran erinnert, du, doch, pass mal auf, beim Propheten Jesaja. Da ist wieder von Leuten wie dir die Rede bei unserem alten Propheten Jesaja im 56. Kapitel. Hör mal, da steht, und der Fremde, der sich dem Herrn zugewandt hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich getrennt halten von seinem Volk. Und der Verschnittene, das bist du, soll nicht sagen, sieh, ich bin ein dürrer Baum. Den Verschnittenen, sagt Gott, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir wohlgefällt und an meinem Bund festhalten. Also die Kastrierten, die an mich trotzdem glauben, die an zum Glauben an mich kommen, denen will ich in meinem Hause einen Namen geben, einen ewigen Namen, der nicht vergehen soll. Es gibt doch noch Hoffnung. Diese Verse aus Jesaja 56 sind Musik in den Ohren dieses Finanzministers. Und ich kann mir vorstellen, dass er sich gesagt hat, das muss ich schwarz auf weiß sehen. Diesen Propheten Jesaja, das muss ich mit nach Hause nehmen. Das ist meine Hoffnung. Wo kann man diese Schrift kaufen? Und dann irgendwo im Tempelshop hat er sie dann gefunden. Diese Schriftrolle, das wird nicht ganz billig gewesen sein. Und dann sitzt er, steigt er wieder in seinen Wagen, wahrscheinlich aufgewühlt, sitzt er in dieser Kutsche, hat die Jesaja-Schriftrolle in den Händen und liest das Wort Gottes. Wahrscheinlich halblaut, damals war das üblich, vielleicht hatte er auch einen Sekretär dabei, der ihm das vorgelesen hat, wir wissen es nicht. Aber haben Sie es gesehen, das dürfte jetzt erhärtet sein, dieser Mann ist fragend. Der lässt nicht locker, der will die Wahrheit wissen. Ich kann ihn mir in seinem Ministerium vorstellen, wie er da durch die Büros geht und sagt, ich will es wissen, ich will es wissen. Und wisst ihr, Gott liebt solche Leute. Wenn du viele Fragen hast, ehrliche Fragen, dann kannst du sicher sein, dass Gott dir eine Chance geben wird, die Antwort zu finden, ihn zu finden. Und hier in diesem Fall, da sorgt Gott dafür, dass Philippus, ein bewährter Mitarbeiter der frühen Gemeinde, dorthin beordert wird, wo der Eunuch auf seiner Heimreise von Jerusalem vorbeikommen wird. Das ist sehr interessant zu sehen. Also vorher hatte Philippus in Samaria gepredigt. Das lesen wir in den Versen davor. In Samaria war viel Interesse für die christliche Botschaft entstanden. Da waren Leute zum Glauben gekommen. Samaria liegt etwa 100 Kilometer nördlich von Jerusalem. Und jetzt musste er nach Gaza. Wir lesen das hier in diesem achten Kapitel von der Apostelgeschichte
8. Kapitel, Vers 26 und 27. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Geh auf nach Süden, auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist, also einsam. Und er stand auf und ging dahin. Also Gott hat ihn irgendwie angesprochen. Und wir müssen wissen, von Samaria bis Gaza runter sind so roundabout 160 Kilometer. Gaza lag an einer Handelsstraße, die von Syrien rüber nach Ägypten führte. Gaza war so das Tor nach Afrika gewissermaßen. Und dort im Gebiet von Gaza gab es wahrscheinlich zusätzlich eine Nebenstrecke, die ruhiger war. Darauf weist dieser Text hier hin, zu dieser Straße nach Gaza, die einsam ist. Und dahin wird Philippus von Gott geleitet. Und darum ist Philippus dann rechtzeitig zur Stelle, als der Tross des Finanzministers oder er auch einsam in diesem Wagen, wir wissen es nicht, diesen Weg kreuzt. Und dann kommen sie plötzlich zusammen. Schauen Sie, wir wissen nicht, wie Gott den Philippus dahin beordert hat. Aber wir haben das als Christen auch immer wieder schon erfahren, dass Gott uns dorthin bringt, wo Menschen nach ihm fragen. Ich erinnere mich an einen Besuch vor vielen Jahren, den meine Frau und ich machten bei einer Freundin meiner Schwiegermutter. Sie war keine Christin damals. Wir hatten in Süddeutschland einige Erledigungen zu machen und meine Frau sagte: Lass uns unbedingt noch die Emmy besuchen. Ich sagte: Ja, mal sehen, ob wir es schaffen. Hatte nicht so richtig Lust, es wurde spät. Wir hatten noch eine lange Reise vor uns, ca. 400 Kilometer, bis zurück nach Hannover. Aber dann fahren wir dort vorbei, beim Klingeln macht keiner auf. Meine Frau geht nochmal um das Haus herum, die wohnt im Erdgeschoss. Aber nichts regte sich. Und schließlich hat uns ein Nachbar die Außentür geöffnet. Und dann hat der Nachbar innen in dem Haus an die Wohnungstür dieser Emmy gebollert, weil die ein bisschen schwerhörig war. Und dann stand sie da plötzlich in der Tür, machte uns auf, freute sich, dass wir da waren, vor allem, dass meine Frau da war. Und als wir reinkommen in diese Wohnung, fängt sie sofort an zu erzählen. Heute waren Zeugen Jehovas da. Und sie war noch ganz, ganz aufgefühlt. Plötzlich waren alle diese Sinnfragen bei ihr aufgebrochen. Und als wir uns dann gesetzt haben in ihrer Stube, da haben wir gemerkt, Gott hatte nicht nur uns vorbereitet, sondern Gott hatte auch sie vorbereitet. Durch diesen Besuch der Zeugen Jehovas, der so viele Fragen aufgeworfen hatte, auf die wir jetzt antworten sollten. Sie war so offen, wie sie nie vorher gewesen war. So wach, so interessiert. Und dieses Gespräch an diesem Tag war ein wichtiger Schritt auf einem Weg, der sie schließlich zum lebendigen Glauben an Jesus führte, sodass sie am Ende ganz getrost gestorben ist. Gott hatte sie vorbereitet, Gott hatte uns vorbereitet. Und so ähnlich ging das auch hier. Gott bringt Philippus und den fragenden Minister zusammen. Und das wird so schön beschrieben, als Philippus sich hier dem Wagen nähert, möglicherweise von einem Ochsen gezogen im entsprechenden Zuckeltempo. Da hört Philippus, wie der Fremde ausgerechnet im Propheten Jesaja liest. Wir sagten ja, Lautlesen war damals üblich. Und jetzt kapiert Philippus plötzlich, warum er ausgerechnet nach Gaza runterkommen sollte. Warum Gott ihn ausgerechnet an diesen einsamen Ort geführt hatte. Und schauen Sie hin, Philippus findet einen genialen Gesprächseinstieg. Philippus stellt diesem Intellektuellen aus dem Sudan genau die richtige Frage in Vers 30. Da lief Philippus hin, hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte: Verstehst du auch, was du liest? Verstehst du auch, was du liest? Schau mal, und darum drehte sich der ganze biblische Unterricht. Das ist der Unterschied zwischen christlicher Unterweisung, man nennt das auch Katechese, und Indoktrination. Dieser Unterschied zwischen christlicher Unterweisung und Indoktrination hat seinen Grund darin, schaut her, dass Gott jeden von uns als eigenverantwortliche Person geschaffen hat, die er persönlich ansprechen will. Das seid ihr. Und die Bibel wendet sich damit ganz eindeutig gegen diese Ideologie des Transhumanismus, der dem Menschen seine Freiheit raubt, der ihn entmündigen will. Ja? Einer der führenden Propheten dieses Transhumanismus in unseren Tagen ist der Historiker Yuval Noah Harari. Den Namen haben Sie wahrscheinlich schon gehört. Das ist einer der entscheidenden Ideengeber des WEF, des World Economic Forum. Und von Harari stammen Sätze wie diese: Das Wort Freiheit erweist sich wie die Seele als leerer Begriff, der keine
Bedeutung hat. Das ist die Botschaft, die Harari Land auf, Land ab predigt, dass er sagt, du Mensch, du bist gar keine Persönlichkeit, du hast keinen echten eigenen Willen, du hast keine eigene Würde, keine eigene freie Entscheidung. Und deshalb strebt man ja diesen Transhumanismus an, um den Menschen über den Menschen gewissermaßen hinaus zu entwickeln und mit technischen Instrumentarien gewissermaßen zu verbinden. Und man sagt, wir können das tun, weil der Mensch keine wirkliche Person ist und Freiheit und Seele, das sind alles nur religiöse Lehrformeln, die können wir vergessen. Aber Gott sagt, nein, so ist es nicht. Und schaut, wer den Menschen so entwürdigt, wie das Harari und der Transhumanismus immer wieder propagieren, der greift zugleich seinen Schöpfer an. Und deshalb werden sie mit ihrem Projekt scheitern müssen. Kennzeichen des echten Glaubens ist, dass Gott uns anspricht und euch anspricht als eine verantwortliche Persönlichkeit, die mit Gottes Wahrheit konfrontiert wird. Und deshalb nimmt der Minister den Gesprächseinstieg von Philippus dankbar auf. Philippus sagt das ja nicht von oben herab, ja, verstehst du überhaupt, was du liest hier, du religiöser Analphabet? Sondern er sagt das taktvoll. Er sagt, verstehst du, was du liest? Und schauen Sie an der Antwort, da sehen wir, dass dieser Mann echt fragend ist. Er sagt so, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Sehr ehrlich. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Also der fühlt sich, das ist stark, der fühlt sich nicht beleidigt, sondern er nutzt die Chance, um der Sache auf den Grund zu gehen. Der ist wirklich fragend. Und dann, das ist so schön, dann kann man förmlich zugucken, wie sich zwei Köpfe über die neu erworbene Schriftstelle beugen, so ähnlich wie im biblischen Unterricht, ne? Da haben sie auch manchmal zwei oder mehrere Köpfe über die Bibel gebeugt. Jetzt wollen wir mal genau sehen, wie das hier steht, wie das hier von Gott erklärt ist. Und dann lesen sie nochmal die Stelle aus Jesaja 53, bei der der Kämmerer hängen geblieben war. Nämlich, da heißt es, Jesaja 53, wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen zählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Wie bitte? Das ist natürlich auf den ersten Blick schwer zu verstehen. Aber wie kommt er ausgerechnet auf diese Stelle? Nun, Sie müssen wissen, das war nahe dran an dieser wunderschönen Stelle aus Jesaja 56, wo es hieß, auch die Eunuchen werden von Gott angenommen, wenn sie ihn suchen. Und in meiner Lutherbibel ist das so, ich muss nur einmal umblättern, dann komme ich von Jesaja 56 zu Jesaja 53. Ja, einmal umblättern, das steht ganz nah beieinander und so nah beieinander wird das auch auf dieser Schriftrolle gewesen sein. Also der hat die Sache über den Eunuchen gesucht bei Jesaja und irgendwann ist er dann zwangsläufig bei Jesaja 53 gelandet, bei dieser Stelle, die da ganz nahe dran war. Und das müssen Sie wissen. Dort in diesen Versen, da ist der entscheidende Inhalt des christlichen Glaubens wie in einer Nussschale zusammengefasst. In diesen Versen, da erklärt Gott schon, warum er seinen Sohn schicken wird, warum Jesus kommen muss. Und Lukas zitiert hier in seinem Bericht, das ist eine Zusammenfassung, die wir von Lukas haben, wahrscheinlich nur zwei Verse. Wahrscheinlich haben die den ganzen Abschnitt gelesen. Aber Lukas zitiert nur diese beiden Verse. Er zitiert sie höchstwahrscheinlich in der griechischen Übersetzung. Es gab damals schon lange eine griechische Übersetzung des hebräischen Alten Testaments, also die Septuaginta, so hieß die. Griechisch war damals, was Englisch heute ist. Griechisch konnte Philippus, Griechisch konnte der Mann aus dem Sudan. Griechisch war diese Schriftrolle und so konnten sie sich verständigen. Und dann liest er eben, wie gesagt, diese beiden Verse, die wir eben gehört haben. Die beginnen damit, wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wundern wir uns, dass der das nicht gleich verstanden hat? Aber was macht der Mann? Und daran sehen Sie, wie klug der war. Der stellt eine krass kluge Frage. In Vers 34. Da sagte der Kämmerer oder der Eunuch dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem redet der Prophet das dort? Von sich selber oder von jemandem anderen. Und damit trifft der Minister traumwandlerisch den entscheidenden Punkt hier. Das Entscheidende ist die Person. Wenn du den wahren Gott kennenlernen willst, dann kommt es auf diese eine Person an. Die musst du kennenlernen. Wer ist der, von dem der da redet? Und Philippus,
nimmt diese Steilvorlage gerne auf und sagt, Vers 35, Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus Christus. Jetzt müssen Sie ganz besonders aufpassen, denn jetzt sind wir beim kritischen Moment dieser Begegnung. Jetzt sind wir beim kritischen Moment überhaupt der gesamten Jerusalem-Reise dieses Afrikaners. In diesen Minuten steht er plötzlich vor der Antwort, die er so sehnlich gesucht hatte. Da ist die Rede von diesem Lamm in Vers 32. Das ist ein Bild für das Leiden Jesu. Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt. Das lag, diese Kreuzigung Jesu mit dem ganzen Leiden, das lag erst wenige Monate zurück zu diesem Zeitpunkt. Und hier wird deutlich gemacht, er hat das freiwillig getan. Er hat es freiwillig für uns gemacht, wie ein Lamm. Er hat das erduldet, aber wozu? Wozu war das nötig? Warum musste Jesus leiden? Warum musste Jesus am Kreuz sterben? Das ist der Kern des christlichen Glaubens. Und die Antwort gibt Vers 33. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Was heißt das? Mit seiner Erniedrigung ist sein Kreuzestod gemeint. Er stirbt wie ein Opferlamm. Sein Kreuzestod ist seine Erniedrigung. Und das heißt, in seiner Erniedrigung wurde seine Verurteilung aufgehoben. In seiner Erniedrigung durch seinen Kreuzestod wurde seine Schuld gesühnt und damit weggenommen. In seiner Erniedrigung wurde seine Sünde beglichen. Aber wie passt das? Jetzt könnte der Minister zurückgefragt haben, warum war das denn nötig? Wenn Jesus ohne Sünde war, wenn er wirklich Gottes Sohn ist, wenn er wirklich ein vollkommenes Leben gelebt hat, wie ihr sagt, warum wurde er dann trotzdem verurteilt? Warum musste dann in seiner Person Schuld überhaupt gesühnt werden? Warum musste Sünde beglichen werden? Warum war das denn nötig, wenn er denn ein vollkommenes Leben gelebt hat? Und jetzt ist Philippus am Ziel. Jetzt kann Philippus sagen, warum musste er für seine Schuld sterben? Weil Jesus meine Schuld auf sich geladen hat. Weil Jesus unsere Schuld auf sich geladen hat. Weil Jesus dort stellvertretend unsere Sünde auf sich nahm und sie zu seiner Sünde machte. Das ist die entscheidende Antwort. Jesus nahm meine Sünde und deine Sünde auf sich. Und er trug sie an das Kreuz, wo er sie gesühnt hat. Und jetzt gibt dieser Satz einen Sinn. In seiner Erniedrigung, in seinem Kreuzestod wurde seine Verurteilung gesühnt und weggenommen. Seine Verurteilung, die er an unserer Stelle mit unserer Schuld dort auf sich genommen hatte. Verstehen Sie? Das ist der Kern der biblischen Botschaft. Und genau diese Wahrheit wird ausführlicher in Jesaja 53 beschrieben. Die werden bestimmt den gesamten Text gelesen haben. Wo es heißt, Jesaja 53, ich lese ihn jetzt nochmal im Original, natürlich in der deutschen Übersetzung. Jesaja 53, Vers 5, aber er ist um unserer Missetat willen durchbohrt und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Also auf Deutsch gesagt, damit wir nicht in die Hölle kommen müssten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Er machte meine Schuld zu seiner Schuld. Und er trug diese Verurteilung, diese Erniedrigung am Kreuz. Und dadurch wurde ihm die Sünde gewissermaßen vergeben, die er nicht begangen hatte, die er aber trug, weil er meine Sünde und deine Sünde auf sich genommen hat. Und das werden wir gleich nach der Predigt zusammen singen, in diesem Lied, sein Kleid für meins. Er hat sich mein dreckiges Sündenkleid angezogen und hat mir dafür sein vollkommenes Kleid seiner Sündlosigkeit und Vollkommenheit gegeben. Sein Kleid für meins, ein Tausch so wunderbar. Ein Schuldgewand trug er, das meines war. Nestvogel steht da drauf, eingraviert. Gerechtigkeit umhüllt mich, den Rebell, nämlich seine Gerechtigkeit. Ich lebe in ihm, er starb an meiner Stelle. Das ist das, was Martin Luther den seligen Wechsel oder den fröhlichen Tausch genannt hat. Und in der letzten Zeile werden wir dann singen, als ob ich's war, verflucht, wurde er allein. Er nahm mein Leben und er starb für mein Leben und wurde für mein Leben, Wolfgang Nestvogels Leben und ihr Leben, verflucht. Und als ob er es war, als ob wir sein Leben hätten,
So werden wir begrüßt daheim bei Gott, der uns annimmt, weil Jesus für uns starb. Darüber reden die. Und man kann sich vorstellen, wie den beiden Männern die Köpfe geraucht haben. Wie euch im biblischen Unterricht auch manchmal die Köpfe geraucht haben. Aber hier müssen die Köpfe auch rauchen. Hier geht es um Lebensrettung. Hier geht es um die entscheidendste Wahrheit der ganzen Welt. Hier geht es um die Wahrheit, von der Leben und Tod abhängen. Deine Staatskasse, lieber Finanzminister, könnte Philippus gesagt haben, die mag schwarze Zahlen schreiben, deine Staatskasse. Und darum beneiden wir dich auch. Aber deine Lebenskasse schreibt rote Zahlen. Deine Lebenskasse schreibt rote Zahlen. Vor Gott stehst du mit einer langen Schuldenliste da. Ich übrigens genauso und die Priester im Tempel genauso und sie genauso. Da gibt es keine Ausnahme. Eine lange Schuldenliste. Was sind wir ihm alles schuldig geblieben, dem wir alles verdanken? Wie viel Ehre, wie viel Anbetung, wie viel Dankbarkeit, wie viel Dienst? Wie steht dein Leben vor dem allmächtigen Gott? Da sei doch mal ehrlich. Und Staatsschulden sind nicht schön und Staatsschulden sind moralisch fragwürdig, weil sie von den Bürgern bezahlt werden müssen. Also unsere Schuldenquote tut ja Herrn Lindner nicht persönlich weh. Das ist ja unser Steuergeld. Staatsschulden sind nicht schön, aber Lebensschulden sind lebensgefährlich vor Gott. Weil Gott heilig ist, weil Gott gerecht ist. Weil er deshalb ihr und mein sündiges Leben ernst nehmen muss. Und weil dieses eigensinnige, verdrehte, selbstgerechte in unserem Wesen eine trennende, eine verdammende Wirkung hat, mit der wir uns abschotten gegen Gott. Und wenn wir darin bleiben, wenn wir ohne Gott leben, werden wir ohne Gott sterben. Und das Ergebnis, hat Jesus gesagt, ist die Hölle, die Verdammnis, die ewige Trennung von ihm. Aber Gott will uns nicht verloren geben. Gott will uns ja retten. Darum schickt er den Philippus ja dahin. Und darum geht Jesus diesen Weg, den wir hier beschrieben haben, für uns. Darum hat Jesus freiwillig, er hätte sich das sparen können. Als ein geduldiges Opferlamm freiwillig hat er unsere Sünde auf sich gezogen und hat sich dann dafür verurteilen lassen an diesem Kreuz und mit seinem Sühnetod unsere Schuld bezahlt. Und jetzt ist die Strafe exekutiert. Sie ist exekutiert an ihm. Und wenn du dich darauf berufst und wenn du Jesus dafür dankst und dafür die Vergebung von ihm erbittest, dann nimmt Gott dich an. Und jetzt muss es sich zeigen. Jetzt muss es sich zeigen, ob der Minister den Philippus empört aus seinem Jagen wagt. Was bildest du dir ein, mich hier als Sünder zu bezeichnen? Ich, der hochwohlgeborene Finanzminister der Kandake im Sudan. Wer bist du, dass du mir das hier sagen willst? Mach dich aus diesem Wagen jetzt davon und tritt mir nie mehr in den Weg. Und deine Jesaja-Rolle kannst du auch selber wieder mitnehmen. Oder ob er sich Bedenkzeit ausbittet. Wäre ja auch verständlich. Wäre ja auch verständlich, wenn hier einer sitzt und sagt, ich brauche einfach noch Zeit. Ich muss das nochmal in Ruhe prüfen. Ich muss mir das nochmal in Ruhe durch Hirn und Herz gehen lassen. Ich muss vielleicht nochmal ein Gespräch führen. Dafür stehen wir immer gerne bereit. Bedenkzeit ist etwas Gutes. Oder ob er jetzt den Schritt zu Jesus wagt. Ob er jetzt ganze Sache macht und sagt, dem will ich glauben. Und Lukas berichtet dann nur noch kurz und knapp, weil das Entscheidende ja gesagt ist. Aber das Ergebnis ist ganz eindeutig. Jetzt geht es schnell auf das Ziel der Geschichte zu Vers 36. Und als sie auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer, siehe, da ist Wasser. Was hindert, dass ich mich taufen lasse? Also, wie Benny. Benny hat ein paar Jahre mehr gebraucht. Aber ja, so. Und das aber zeigt, dass er dem Evangelium wirklich glaubt. Dass er ihn als Retter anerkennt. Und entscheidend ist ja das Ergebnis und nicht die Zeit, die man braucht, um dahin zu kommen. Und offensichtlich hatte Philippus ihm erläutert, dass die christliche Taufe eine zeichenhafte Bekräftigung darstellt. Die Taufe ist nicht teils notwendig, aber sie ist sinnvoll. Sie bekräftigt nochmal symbolisch, was Gott uns schenken will. Und hier geht es auch nicht um die Frage, ob Mündingtaufe oder Kindertaufe. Der Finanzminister war ja noch nicht getauft, der hat auch keine Kinder dabei. Bei ihm stellt sich diese ganze Frage nicht. Wahrscheinlich wird ihm Philippus das Gleiche gesagt haben, wie Petrus einige Wochen vorher gepredigt hatte. Da hat er gesagt, lasst euch taufen. Lasst euch taufen zur Vergebung eurer Sünden, hat er gesagt. Und damit hat er nicht gemeint, wenn ihr euch taufen lasst, werden euch automatisch die Sünden vergeben. Das hat er hundertprozentig nicht gemeint. Sondern damit hat er gemeint, die Taufe besiegelt, die Taufe unterstreicht Gottes Verheißung, dass das gültig ist. Wer ihm glaubt, dem wird vergeben. Das sagt das Bild der Taufe.
Der Minister hatte bis dahin noch keine Taufe erlebt. Die jüdische Taufe war dem Eunuchen ja sowieso verwehrt geblieben. Aber diese christliche Taufe, die stand ihm offen. Die Taufe, so wie wir vorhin getauft haben, auf den Namen Jesu Christi. Von dem er wusste, er hat mir die Tür zum Himmel geöffnet. Ihm darf ich gehören. Und dann sagt er, also was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Das ist doch okay, wenn Gott das so will, dann machen wir das so. Die Formulierung deutet übrigens auch an, was hindert es, dass ich mich taufen lasse, dass er weiß, dass die Taufe gar nicht das Entscheidende ist, sondern das Entscheidende ist Jesus. Das Entscheidende ist das Vertrauen zu ihm. Ohne Jesus nützt uns die beste Taufe nichts. Und dann findet sich in einigen späteren Manuskripten noch eine Einfügung, deswegen steht die in einigen Bibeln in Klammern, Vers 37, da heißt es, Philippus aber sprach, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so kann es geschehen. Er aber antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Also höchstwahrscheinlich war das nicht in den ursprünglichen Handschriften enthalten, aber es ist gut denkbar, dass diese Sätze damals so gesprochen wurden. Und Gott deshalb dafür gesorgt hat, dass sie noch nachträglich quasi ergänzt worden sind. Und in jedem Falle ist das die persönliche Überzeugung des Finanzministers, denn andernfalls wäre die Sache hier nicht so ausgegangen, dass er sagt, ja, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Ich glaube, dass er wahrer Gott ist, wahrer Mensch und ihm soll mein Leben gehören. Und wissen Sie, daran hat sich bis heute nichts geändert. Wo immer einer Christ wird, wo immer einer echt Christ wird, da kommt er zu diesem Bekenntnis, zu dieser Überzeugung. Jesus Christus ist Gottes Sohn. Er ist mein Retter. Er starb für mich an diesem Kreuz. Er ist wirklich auferstanden und hat es besiegelt. Und deswegen muss mein Leben ihm gehören. Und ich darf mich auf ihn verlassen für Zeit und Ewigkeit. Und damit haben wir das Zweite rausgearbeitet, wodurch dieser Minister schuldenfrei wurde. Er war nicht nur fragend, sondern er wurde auch fromm. Fragend und fromm. Und wissen Sie, fromm, das meint nicht scheinfromm, so benutzen ja manche dieses Wort, ja, so heuchlerisch, selbstgerecht, frömmelnd, das ist ja nicht gemeint. Sondern fromm, das bedeutet bekehrt, überzeugt von Jesus, hingegeben an ihn. Ja, ich weiß, ich bin ein Sünder, ich weiß, ich bin Gott so viel schuldig geblieben, ich weiß das, aber ich verlasse mich auf Jesus und der wird mich retten. Nur wer sich so als Sünder erkannt hat, kann wirklich fromm sein. Und da ist die Frage, bist du fromm? Seid ihr fromm? Sind Sie fromm? Fromm werde ich nicht automatisch dadurch, dass ich einen biblischen Unterricht durchlaufen habe. Fromm werde ich nicht dadurch, dass ich auf einer kirchlichen Sitzgelegenheit Platz genommen habe, so schön das ist. Fromm werde ich nicht durch das Zahlen meiner Spenden oder Kirchensteuern. Fromm werde ich nicht dadurch, dass ich meinen Mitmenschen manches Gutes tue. Sondern fromm in diesem Sinne werde ich allein dadurch, dass ich mich vor Jesus als dem Herrn beuge und sage, ich brauche das, Jesus, dass du damals an diesem Kreuz auch für mich diese schreckliche Strafe getragen hast. Ich nehme das für mich persönlich in Anspruch. Vergib mir und rette mich. Und Leute, zum Schluss, wie dankbar wird der Kämmerer gewesen sein, dass Gott ihm in dieser Schicksalsstunde ausgerechnet den Philippus über den Weg geschickt hatte. Diesen Philippus, der so einfühlsam, so schnörkellos auf seine Fragen eingegangen ist. Und ihr Lieben, so hat Gott euch auch Menschen über den Weg geschickt, die versucht haben, euch liebevoll und schnörkellos die Wahrheit der Bibel nahezubringen. Aber entscheidend sind nicht die Menschen, sondern entscheidend ist Jesus. Jesus, den unsere Mitarbeiter, den auch ich euch nahebringen wollte, weil wir ihn selber lieben und weil wir selber ohne Jesus nicht mehr leben können. Und so Gott will, werden diese Menschen und auch ich weiterhin gern für euch da sein, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr euch aussprechen wollt, wenn ihr weitere Schritte gehen wollt. Und ich muss sagen, in der Hinsicht habt ihr es leichter als der Minister. Denn wie lautet der letzte Vers hier? Als sie aber, also nach der Taufe aus dem Wasser heraufstiegen, da rückte der Geist des Herrn den Philippus weg und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er aber zog seiner Straße fröhlich. Ist doch interessant, hier wird nicht gesagt, wie dieses Wegrücken des Philippus passiert ist, aber ob das durch ein Wunder geschah oder irgendwie ganz praktisch, dass der ging. Jedenfalls hat Jesus für den Philippus schon die nächste Aufgabe bereit. 50 Kilometer nördlich von Gaza steht in Vers 40, Philippus befand sich in Aschdod wieder und hat dort weiter gepredigt. Der Finanzminister ist wieder allein, vielleicht noch sein Gefolge da, wir wissen es nicht. Hier steht nur, er sei nicht mehr.
Aber das ist für ihn kein Grund zur Traurigkeit. Sondern, schaut hin, der Schlussakkord ist ein strahlendes, fröhliches Dur und kein Moll. Der letzte Satz hier lautet, er aber zog seine Straße fröhlich. Er hat nicht gesagt, oh, wie soll ich jetzt ohne Philippus klarkommen oder so. Er zog seine Straße fröhlich. Warum? Weil er weiß, Jesus ist da. Und er wird nicht mehr von seiner Seite weichen. Er wird mitgehen. Und das ist das dritte Markenzeichen, das Jesus diesem Mann geschenkt hat. Und das er euch auch einprägen will. Er war fragend, fromm und fröhlich. Fragend, fromm und fröhlich. Er zog seiner Straße fröhlich, weil er wusste, Jesus ist mein Retter. Er wird mich nie mehr loslassen. Und egal, was passiert, mein Leben hat ein klares Ziel. Und Gott wird mich dahin bringen. Er wird mich nicht im Stich lassen. Auf dem Weg zu diesem Ziel wird euch auch so gehen. Kann ich noch die eine oder andere Überraschung erleben? Ja, es wird strahlende Tage geben und dunkle Tage. Es wird Misserfolge geben und Erfolge. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich alles, weil ich den wiedergefunden habe, der mir mein Leben geschenkt hat, der es immer gut mit mir meint. Und darum darf ich fröhlich sein, getrost, getragen, auch wenn ungewisse Wegstrecken vor mir liegen. Und dann geht's zurück nach Ägypten, rüber über die ägyptische Grenze, weiter Richtung Khartoum. Als nächstes würde er der Kandake von diesen Tagen berichten müssen. Das stand jetzt vor ihm, aber er kam nicht mit leeren Händen zurück. Er hatte seine Schriftrolle, er hatte Gottes Wort. Und noch wichtiger, er hatte jetzt Jesus in seinem Leben. Und so wurde der Weg zurück in die alte Heimat zugleich der Weg voraus in ein neues Leben. Und von dem Kirchenvater Irenäus erfahren wir dann noch, dass dieser Minister später in Afrika selber missioniert hat. Und er wird oft an seinen guten Lehrmeister Philippus gedacht haben. Aber jetzt konnte er selber seinen Landsleuten erklären, wer dieser Mann wirklich ist, von dem Jesaja schreibt. Jesus, der Retter. Du kannst dir nicht vorstellen, dass so etwas heute noch passiert. Dann will ich zum Schluss, nein, nicht von einem Minister, aber von einem Staatsanwalt berichten, der das ähnlich erlebt hat. Es war vor einigen Wochen im Mai beim Vortrag in Sachsen. Da sprach mich nach einem Vortrag, den ich dort gehalten hatte, ein Zuhörer an. Es stellte sich heraus, mehrfacher Familienvater in mittleren Jahren. Und er erzählte mir ganz unkompliziert, wissen Sie, ich bin seit einem Jahr Christ. Im Mai letzten Jahres habe ich mich bekehrt. Wie das, was passiert war, schilderte er dann etwa mit folgenden Worten. An eben diesem Veranstaltungsort, wo ich an dem Abend auch wieder war, hatten seine Eltern, die schon länger Christen sind, vor einem Jahr einen Vortrag von mir gehört über die Rettung Noahs, damals unter dem Titel Gottes Great Reset. Finden Sie auch im Internet, diese Predigt. So, und die Eltern hörten das und dachten, das muss unser Sohn hören. Kauften sich eine CD und sagten ihm hinterher, bitte, bitte hör es dir mal an. Und er sagte, ja, das tat ich sogar. Vor allem deshalb, weil ich den Glauben meiner Eltern seit einiger Zeit für ziemlich übertrieben hielt. Und so wollte ich anhand dieses Vortrags mal nachprüfen, ob sie möglicherweise in einer Sekte gelandet wären. Ein Staatsanwalt prüft eben, ne? Und dann hörte er sie eines Tages auf der einstündigen Fahrt zum Arbeitsplatz. Er sagt, ich bin Staatsanwalt, musste zur Staatsanwaltschaft. Ich hörte mir ihren Vortrag an. Und dabei wurde mir klar, dass ich Jesus Christus brauche. Das Gehörte bewegte mich plötzlich so sehr, dass ich meinen Wagen am Straßenrand parken musste, also so ähnlich wie der Kämmerer, dass ich meinen Wagen am Straßenrand parken musste, um Gott Antwort zu geben und zu Jesus zu beten. An diesem Tag passierte die Wende in meinem Leben. Und ich schloss mich der Gemeinde meiner Eltern an. Und dann bat dieser Staatsanwalt Gott, ihm doch zu zeigen, was jetzt für ihn besonders wichtig wäre. Und da wurde ihm klar, er sagt, wissen Sie, es wäre, als ob Gott zu mir gesagt hätte, vertraue der Bibel ganz und gar, vertraue der Bibel. Und als Staatsanwalt weiß er ja, wie wichtig die wirklichen Fakten sind. Meine Frau konnte meine Entscheidung, sagt er, zunächst nicht nachvollziehen. Ich riet ihr, die Sache für sich selbst gründlich zu prüfen, zu lesen, Gott um Klarheit zu bitten, das hat seine Zeit gebraucht. Und stellen Sie sich vor etwa 4 Wochen, also das war im April diesen Jahres, kam bei ihr der Durchbruch. Und sie hat jetzt ebenfalls den Schritt gewagt und Jesus ihr Leben anvertraut. Und jetzt folgen wir Jesus gemeinsam nach. Als er sich von mir verabschiedete, da konnte man das förmlich sehen. Er zog seine Straße fröhlich.
Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du wirklich lebst. Und dass du, wie du damals dem Kämmerer begegnet bist, in seiner doch prekären persönlichen Situation, so wie du dem Staatsanwalt begegnet bist im Jahr 2021, dass du auch so uns heute begegnen kannst und willst. Danke, dass du nicht fern bist. Danke, allmächtiger Gott, dass du Menschen liebst, die ehrliche Fragen stellen. Lass uns deine Antworten finden. Und Herr, wenn hier unter uns Menschen sein sollten, die diesen Schritt zu dir noch nicht gegangen sind, dann gib ihnen die Chance, dich zu verstehen, Herr. Gib ihnen den Mut, das zu prüfen, was du uns sagen und schenken willst. Und lass noch viele Menschen den Schritten dieses Ministers folgen. Dir vertrauen und dann fröhlich ihre Straße ziehen. Amen.